Jesus, Sie stellen eine Frage und Peter May wird sie beantworten. Die Frage, die sich stellt, ist, wegen seiner Liebe zu Maria fällt Mortimer in süßes Selbstvergessen. Kennt ihr andere Beispiele dafür aus dem Alltag? Alzheimer. Des Weiteren, vor Hans im Unterricht gab es einmal eine Entschuldigung von der Nadi Miriam von der anderen Schule. Und Frau Hahn sagte dazu, nein, nicht mir geben. Mit dem Nachnamen von A bis L, die geben Sie mir, und die von M bis Z, die geben Sie dem Herrn Meuser. Na, diese Antwort darauf, ja, Hahn ist doch Hahn. Das liegt also zwischen A und L. Dann haben wir noch eine Anekdote, wahrscheinlich aus einer, ich hoffe, aus einer Freistunde. Zum Spiel Schlacht am Fluss, es war gefragt an der Automarke mit K. Und Mansori antwortete darauf, Kamasutra. Dann folgt eine Definition von Herrn Zangerle und seinem Religionslehrer zur nächsten Liebe. Wer könnte denn mein Nächster sein? Das könnte sein meine Schwester, mein Bruder, mein Vater, vielleicht auch meine Freunde. Aber bei denen vom Schiller hört es auch schon auf. Dann die Weisheiten der Frau Düstika. Zunächst ein Vergleich zwischen Paris und Hürth. Die Grundstückspreise sind viel preisiger. Dann ein Satz, hier ist eine Pizza im Eis, mach sie mir. Was wollte sie uns damit sagen? Frau Düstika, wir wissen es bis heute nicht. Dann noch auf das Thema, wir waren gerade so schön in Neapel vertieft im Italienischunterricht, es ging um Schmuggeln und sie sagte, Menschenhandel. Nee, das ist jetzt nicht so traditionell in Neapel. Als nächstes die Logik der Frau Dennberg. Eine Frage von ihr für die Schüler. Was haben wir am Dienstag für einen Tag? Und ein Satz, der mich bis heute beeindruckt hat. Ihr müsst vollständige Halbsätze schreiben. Last but not least, die Irrungen und Wirrungen von Frau Hahn. Karneval, Weiberfassnacht, sie befindet sich im Gespräch mit uns. Daniel, hallo Daniel, sitzt da hinten. Daniel antwortet dann mit einem Zwischenruf. Ein Zwischenruf wäre gewesen, wir feiern ja, und Frau Hahn sagt daraufhin, aber ohne Alkohol. Dann aber eine Sexorgie. Frau Hahn sagt, ja lieber eine Sexorgie als Alkohol. Also die Facharbeiten abgeben mussten, die dann an die Lehrer gesammelt gingen. Ich gehe dann mal die großen Gummis für die Lehrer holen. Frau Hahn kommt in den Klassenraum und sieht eine Gruppe kichernder Schüler und fragt daraufhin, was ist los? Habt ihr da so ein Pulver? Welches Pulver wohl gemeint sein mag? Dann aus dem Methodenseminar auch ein sehr schöner Spruch, den ich bis heute nicht vergessen konnte. Streicht es gut leserlich durch und schreibt es neu. Sondern das müssen Sie mir nachher erklären. Und dann aus der Elf, das legendärste Zitat, was wir hier schon haben. Wir danken dem Jurek dafür. Die meisten wissen schon Bescheid. Frau Hahn fragt vollkommen ernst, womit belegte man im Mittelalter das Weltbild? Und Jurek furzt trocken zurück mit Schinken.